In einem früheren Video haben wir über die sogenannte Registertransfermaschine geredet. Da habe ich gesagt, das ist im Grunde die Blaupause für alle Computer. Also wenn wir einen Computer bauen wollen, dann bauen wir im Wesentlichen eine Registertransfermaschine. Was bedeutet das? Ja, eine Registertransfermaschine hält ihre Daten in Registern. Die sind hier dargestellt. Also das sind auf Flipflops basierende Schaltkreise, mit denen man eben die Daten speichert. Die halten den Zustand, den aktuellen Zustand der Maschine, und dann wird in jedem Takt vom aktuellen Zustand dann der nächste Zustand ausgerechnet. Und dieses Ausrechnen übernimmt dann hier dieses CIRC, dieser Schaltkreis, der macht sozusagen den Transfer von Registern wieder hin zurück zu Registern. Also hier sind Werte in Registern gespeichert und dann liegen diese Werte in Form von diesen Leitungen, die ich mit Q bezeichne, dann als Eingabe in diesem Schaltkreis an. Außerdem können von außen noch weitere Input kommen, und dann rechnet das dieser Schaltkreis herum und gibt dann wieder Ausgaben, nämlich zum einen hier wieder die Daten, die in die Register hineingehen, ja, damit die Register dann neue Zustände bekommen, neue Werte speichern. Dann gibt es hier noch diese roten Leitungen, die bestimmen, ob dann das Register tatsächlich geschrieben wird oder nicht. Nur wenn das hier eine 1 ist, dann wird das Register verändert. Ansonsten bleibt es einfach so wie im aktuellen Zyklus. Und dann können hier natürlich noch weitere Ausgaben aus dem Schaltkreis herauskommen. Und dann hier grün dargestellt, das ist dann der Takt. Sobald dann der nächste Takt kommt, werden dann die neuen Werte, die an den Ds hier anliegen, in die Register übernommen, wenn das entsprechende W-Signal eben auch 1 ist. Und dann fängt der nächste Takt an, dann sind eben neue Daten gespeichert im Register und dann kann der Schaltkreis wieder den nächsten Wert ausrechnen und so weiter. Und so eine Registertransfermaschine kann man jetzt für allgemeine Steuerungsaufgaben benutzen, beispielsweise um eine Kaffeemaschine zu steuern. Hier habe ich das mal schematisch hingeschrieben. Also hier sehen wir wieder Register und Schaltkreis, und da sehen wir jetzt genau diesen Zyklus. Ja, also hier wird ein Zustand gespeichert und dann geht der Zustand in den Schaltkreis, der rechnet dann den nächsten Zustand aus und das geht dann hier in die Eingabe rein. Und sobald dann der Takt schlägt, übernimmt das Register jetzt hier den nächsten Zustand, und so läuft das hier immer weiter. Und dann gibt es hier auch zusätzliche Ein- und Ausgaben. Ich kann zum Beispiel hier meine Tasse nehmen, unter den Ausgang von Coffee und Milk stecken, und sobald ich dann hier auf Kaffeetaste drücke, dann fängt die Maschine an, Kaffee zu pumpen. Ja, dann wird eben dieser Ausgang hier auf 1 gestellt und dann fließt dort Kaffee hinein, die richtige Zeit, damit die Tasse auch voll wird. Wenn ich dann zwischendurch mir überlege, ich möchte doch noch ein bisschen Milch dazu haben, kann ich draufdrücken, dann kann er noch die Milch anstellen, muss dann eben, wie gesagt, aufpassen, dass die Kasse nicht überläuft. Sowas kann man also problemlos mit einer Registertransfermaschine machen. Jetzt sagen Sie, okay, habe ich verstanden, aber ist das denn schon ein Computer? Beim Computer stelle ich mir doch noch was anderes vor. Wo ist denn hier zum Beispiel das Programm von diesem Computer gespeichert? Ja, wo? Im Register ist es nicht gespeichert. Es speichert nur den Zustand. Also muss es hier in diesem Schaltkreis fest verdrahtet drin sein. Ja, da ist sozusagen das Programm drin. So stellen wir uns aber einen Computer nicht vor. Ein Computer soll ja universell sein. Das heißt, er soll verschiedene Programme, die wir in ihm speichern, soll er abarbeiten können. Das heißt, irgendwie müssen wir es schaffen, das Programm in eine Art Speicher zu bringen. Ja, Speicher, was heißt das überhaupt? Eigentlich haben Computer doch sowas wie RAM, also RAM, Random Access Memory. Da kann man Daten speichern und Programme speichern. Sowas brauchen wir doch auch. Ja, und das wollen wir jetzt bauen. Ein Computer, der programmierbar ist, der über RAM verfügt, und den nenne ich dann, weil er ein bisschen so funktioniert wie diese Kaffeemaschine, aber keinen Kaffee pumpt, sondern Daten pumpt, dann eine Big Coffee Maschine, eine große Kaffeemaschine, ist aber in Wirklichkeit ziemlich klein für einen Computer, sozusagen sowas wie ein Minimalcomputer aus möglichst wenig Bestandteilen zusammengesetzt. Kann trotzdem aber alles, was auch ein großer Computer kann. Sie hat ein Programm, ist also programmierbar mit beliebigen Programmen, unverarbeitet Daten in einem Random Access Memory. Und was das ist, schauen wir uns jetzt mal nochmal genauer an. Aber vorher nochmal zur Erinnerung, wohin haben wir denn bisher die Daten gespeichert? In Registern. Und wenn Sie sich nicht mehr genau erinnern, wie die funktionieren, dann können Sie sich das in einem anderen Video anschauen. Da haben wir das im Detail gesprochen. Da sind Flipflops so zusammengeschaltet, dass Sie Daten speichern können. Und so sieht dann so ein Baustein, ein Registerbaustein aus. Hier kommen die Daten hinein und da kommen sie hinaus. Darüber hinaus hat das Register noch diesen einzelnen Eingang hier, einen Bit breiten Eingang hier. Der heißt W wie Write, und der steuert, ob das Register geschrieben wird oder nicht. Also wenn dort eine
0 anliegt, dann passiert nichts, ja, dann bleibt einfach dieser Wert, der hier gespeichert ist, konstant über die Zeit und das Q verändert sich nicht. Wenn wir jetzt den Inhalt dieses Registers verändern wollen, dann müssen wir das W hier also auf 1 setzen. Und da muss noch etwas anderes passieren, damit tatsächlich dann was geändert wird, nämlich hier gibt es noch einen weiteren Eingang, das ist der Eingang C, da liegt der Takt an. Also es gibt ein Taktsignal, was in regelmäßigen Abständen einen Takt vorgibt. Und bei der abfallenden Flanke des Taktes, also wenn der Takt von 1 auf 0 wechselt, dann wird geschaut, ist das W denn in diesem Augenblick 1? Und wenn das der Fall ist, ja, dann wird das, was hier gerade an dem Dateneingang D anliegt, übernommen und gespeichert im Register und bleibt dann für diesen Takt und für die nachfolgenden Takte, wenn wir das W nicht weiter auf 1 lassen und das dann wieder überschreiben, dann im Register gespeichert und ist dann am Ausgang Q also ablesbar. Ein RAM, ein Random Access Memory, ist nun was ganz Ähnliches wie ein Register, nur mit dem Unterschied, dass es nicht nur ein Register ist, sondern man kann es sich vorstellen als eine ganze Reihe von Registern. Und ich habe eine Möglichkeit, in jedem Takt mir zu überlegen, welches von diesen Registern möchte ich denn jetzt auslesen oder überschreiben. Also, schauen wir uns das hier so an. Wir haben hier eine ganze Reihe von Speicherzellen. Das könnten, wie gesagt, zum Beispiel Register sein. In der Realität baut man das oft anders, weil Register zu teuer sind. Da hat man eine andere Technik, die eben auch zum Speichern von solchen Daten geeignet ist. Und dann gibt es hier den Dateneingang, den haben wir eben D genannt. Da kommen die Daten hier rein, wenn wir schreiben wollen. Und hier ist D out, das ist der Datenausgang, den hatten wir eben beim Register Q genannt. Ja, jetzt nennen wir es hier DI, die Daten in und DO, also Data out. Ja, das sind die sind hier blau gezeichnet. Und welche von diesen Speicherzellen jetzt tatsächlich geschrieben oder gelesen wird, das entscheidet dieser Eingang hier. Das ist der Eingang A, A wie Address, also Adresse. Der wählt jetzt aus hier, welche von diesen Speicherzellen genommen wird, denn jede einzelne Speicherzelle hat eine eigene Nummer, eine eigene Adresse. Die erste ist, hat die Adresse 0, dann die Adresse 1, Adresse 2 und so weiter. Und je nachdem, wie breit jetzt dieser Eingang A ist, das heißt, aus wie vielen Bits er besteht, gibt es dann eben mehr oder weniger Speicherzellen, die ich adressieren kann. Diese Bits zusammen ergeben dann eben eine Dualzahl, werden als Dualzahl interpretiert. Die liegt dann bei n Eingängen, also wenn hier n Bits drin sind, eben zwischen 0 und 2 hoch n minus 1. Und dann habe ich hier eben die Speicherzellen von 0 bis 2 hoch n minus 1 drin. Und genau wie beim Register habe ich hier die Möglichkeit, bei jedem Takt zu entscheiden, ob ich jetzt schreiben will oder nur lesen möchte. Und zwar kann ich das steuern durch diesen Eingang W, das ist wieder ein 1-Bit breiter Eingang, der eben 1 oder 0 sein kann. 1 heißt, ich möchte schreiben und 0 heißt, ich möchte daraus nur lesen. Das Ganze hier heißt jetzt also Random Access Memory. Das könnte man auf Deutsch übersetzen, etwa so, Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Was bedeutet das? Ja, ich kann in jedem Takt mir wieder überlegen, an welche Speicherzelle ich jetzt zugreifen möchte. Also im ersten Takt auf Speicherzelle 1, im zweiten Takt auf Speicherzelle 1000, im dritten wieder auf Speicherzelle 3 und so weiter. Ich bin da wahlfrei. Das ist anders als zum Beispiel bei einer Turing-Maschine. Die Turing-Maschine hat ein Band und wenn ich dann an einer Stelle bin und dort lese bzw. schreibe, kann ich im nächsten Schritt immer nur eins nach links oder eins nach rechts gehen, das heißt nur die benachbarten Zellen mir anschauen. Und das habe ich hier nicht. Ja? Ich habe hier wahlfreien Zugriff und das macht die Random Access Machine, die wir jetzt damit bauen, also aus, dass sie ein solches Random Access Memory hat. Ich kann also in jedem Takt mir überlegen, in welche Zelle will ich lesen oder schreiben. Manchmal muss ich aber auch gar nicht schreiben. Manchmal reicht es aus, dass ich einen Speicher habe, aus dem ich nur lesen kann. Das nennt man dann Read-Only Memory, also RUM abgekürzt. Und ROM ist im Grunde auch ein RAM, ein Random Access Memory, aber eben keinen, bei dem ich an das ich schreiben kann, sondern in das ich nur lesen kann. Ich habe entsprechend dann die beiden Eingänge, die ich dann nicht mehr brauche, hier weggelassen. Also es gibt kein Data In, weil ich keine Daten hineingeben muss. Ich kann sie ja nirgendwo speichern und deswegen brauche ich auch kein Kontrollsignal W mehr. Ich lese eben nur daraus. Hier sehen Sie nochmal die Übersicht von den verschiedenen Eingängen. Also A ist die Adresse, DO ist die Ausgabedaten, das ist Data Out, DI ist Eingabedaten und W ist eben die Schreibkontrolle, das Write-Signal. Ein ROM kann ich also nur lesen, bei einem RAM kann ich lesen und schreiben. Schauen wir uns nochmal genau an, was passiert, wenn ich lese bzw. schreibe. Also hier habe ich jetzt den Eingang W auf 0 gesetzt und 0 heißt lesen. Das bedeutet, was auch immer jetzt hier für ein klein a anliegt an dem Adresseingang, ich lese aus der Zelle an dieser Position, also mit dieser Adresse. Für den Inhalt des Speichers M an der Adresse A benutze ich diese Notation hier. Also M, eckige Klammer auf, A, eckige Klammer zu, ist einfach
einfach der Inhalt der Speicherzelle an der Adresse A im Speicher M. Ja, das kommt jetzt hier also bei dem Lesezugriff aus dem DO heraus. Wenn ich schreibe, kommt hier gar nichts raus aus dem DO, sondern da schreibe ich nur hinein. Ja, da habe ich dann das W, das W-Signal, das Schreibekontrolle auf 1 gesetzt. 1 heißt schreiben. Und dann nehme ich hier, was an dem DI an Daten liegt und schreibe das in das M hinein. Das heißt, am Ende ist jetzt M an der Stelle A, also eckige Klammer auf A, eckige Klammer zu, ist dann eben mit D belegt. Und diese Zuweisung hier, ja, dass ich das D hier reinschiebe, das schreibe ich mit so einem kleinen Pfeil. Also M, eckige Klammer auf A, eckige Klammer zu, dann Pfeil D bedeutet, jetzt ab sofort, nachdem ich das gemacht habe, steht also in der Speicherzelle an der Adresse A, in dem Speicher M ein neuer Wert, nämlich das D, was ich hier gerade hineingeschrieben habe. Mit dem Wissen aus früheren Videos dieser Reihe können Sie problemlos jetzt so einen RAM-Speicher tatsächlich bauen. Als Speicherzellen nehmen Sie Register und für die ganze Logik, die drumherum ist, ja, die dafür sorgt, dass eben an Abhängigkeit von dem A das entsprechende Register gewählt wird und dann das Datum reingeschrieben wird, wenn W gleich 1 ist oder auch nur ausgelesen wird, wenn W gleich 0 ist. Das könnten Sie einfach mit den entsprechenden Schaltungen hinkriegen. Wie aber auch immer das jetzt im Einzelnen gebaut ist, das schauen wir uns gar nicht genau an. Wir gehen einfach mal davon aus, wir haben jetzt so einen RAM-Baustein und den benutzen wir jetzt, um ihn in unsere Kaffeemaschine einzusetzen und damit zu arbeiten. In unserer Big Coffee Machine wird es also so einen RAM geben und da werden wir die Daten drin speichern. Das ist dann unser Data Memory, werden wir dann DM nennen. Und da wollen wir darauf zugreifen und die Daten, die dort drin sind, rauslesen und verarbeiten und dann die Ergebnisse irgendwo wieder in diesen RAM hineinschreiben. Und zum Verrechnen brauchen wir dann natürlich eine Recheneinheit, die das leistet. Und da haben wir auch schon mal in einem anderen Video drüber geredet. Das ist die arithmetisch-logische Einheit, die ALU. Ja, haben wir so V-förmig gezeichnet. Das macht man so üblicherweise. Hat nämlich zwei Eingänge, einen X-Eingang, einen Y-Eingang. Und dann gibt es hier einen Ausgang A. Und da ist dann sozusagen das Rechenergebnis, wenn wir X mit Y verknüpfen. Und was das für eine Verknüpfung sein soll, das können wir durch diese Steuerbits hier, das C-ALU nennen wir das, steuern. Also wenn wir C-ALU entsprechend auswählen, was die ALU machen soll, dann wird die ALU zum Beispiel X plus Y rechnen oder sie kann auch X minus Y rechnen oder Shift-Operationen machen oder zum Beispiel logische Operationen durchführen, OR, AND, NOT und so weiter. Und alles, was wir wollen, was die nachher die Maschine kann, das können wir jetzt hier eben in diese ALU einbauen und müssen dann natürlich entsprechend viele Bits für diese Kontrolle vorsehen. Also mit 3 Bits habe ich jetzt erstmal vorgesehen, können wir bis zu 8 verschiedene Operationen in der ALU durchführen und dann über diese Leitung C wie Control, ALU, also steuern. Machen wir hier mal ein Beispiel. Also das soll jetzt hier unser Speicher M sein. Wir haben hier die Speicherzellen 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und wir möchten Folgendes tun. Wir möchten jetzt das, was in der Speicherzelle 3 drin steht, addieren mit dem, was in der Speicherzelle 1 steht und das dann speichern in die Speicherzelle 2. Also nehmen wir zum Beispiel mal an, in der 3 steht eine 7 und in der 1 steht eine 3. Dann wollen wir also 7 plus 3 rechnen und das dann hier in diese Speicherzelle 2 hineinschreiben. Zum Addieren haben wir hier die ALU, die setzen wir entsprechend so ein, dass sie addieren kann. Und dann würden wir gerne also die 7 hier auslesen, in die ALU eingeben, die 3 auslesen, in die ALU eingeben und dann das Ergebnis hier wieder zurückschreiben. Und da sehen Sie jetzt schon ein Problem. Aus diesem RAM-Speicher hier müssen wir 2 Werte auslesen, nicht nur einen. 2 Werte, nämlich den hier und diesen hier. Und das ist noch nicht mal alles. Wir müssen danach auch noch mal hineinschreiben. Also 3 Zugriffe müssen wir auf diesen RAM-Speicher tätigen. Das können wir nicht gleichzeitig machen. Dazu ist die Hardware, die wir uns eben überlegt haben, nicht geeignet. Wenn ich die Operation jetzt also durchführen will in 3 Schritten, muss ich also zuerst mal zum Beispiel M von 3 aus dem Speicher auslesen. Jetzt habe ich das Problem, das muss ich ja irgendwo zwischenspeichern. Wo speichere ich das denn hin? Ja, dann nehme ich mir dann ein Register, in das ich mir diesen Wert zwischenspeichere. Werden wir gleich Register X nennen. Ja, das wird unser Akkumulator sein, das Register, mit dem wir dann immer arbeiten. Dort speichern wir den ersten Wert rein. Das ist jetzt Schritt 1. Im Schritt 2 kann ich jetzt hier dieses zweite Argument auslesen. Die 7 hier stecke ich also in den einen Eingang von der ALU, die 3 stecke ich in den anderen Eingang von der ALU. Jetzt stelle ich die ALU so ein, dass sie addiert und dann kommt hier unten jetzt eine 10 heraus. Das war der zweite Schritt. Und jetzt im dritten Schritt nehme ich die 10 und schreibe sie an die Stelle M von 2 hinein und dann habe ich das Ergebnis an Speicherstelle 2 in meinem RAM stehen.
Diese drei Schritte, die wir also unternehmen müssen. Erstens hier x wird zu m von 3. Zweitens x wird zu x plus m von 1. Ja, das ist das zweite Argument. Und dann am Schluss m von 2 wird zu x. Diese drei Schritte müssen wir also nacheinander ausführen. Und das stellt dann sozusagen unser Programm dar, was wir dann irgendwo speichern müssen und dann sagen, dem Computer sagen müssen, das musst du nacheinander tun, um das Ergebnis in diesem Fall von 10 in die Speicherstelle 2 zu schreiben. Bisher haben wir also drei Bausteine gesehen, die wir brauchen. Zum einen den Speicher M, das ist der RAM-Speicher, in dem die Daten drin sind. Dann brauchen wir die ALU, die arithmetisch-logische Einheit, die die Addition vornimmt. Und dann brauchen wir noch dieses Register hier, was tatsächlich dann einen von den beiden Argumenten in der ALU dann übernimmt und zwischenspeichert. Und ich habe sie hier schon mal zusammengeschaltet, also mit blauen Leitungen. Blau heißt, da fließen Daten durch. Rot sind die Kontrollleitungen, die sind hier noch offen. Ja, da muss ich mir noch später überlegen, wie ich das genau kontrolliere. Jetzt erstmal zu den Daten und fangen wir mal mit dem Schritt 2 an, dass der funktioniert. Ja, wir wollen ja nachher die Addition durchführen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass das, was wir in X zwischengespeichert haben, an den Eingang X, an den einen Eingang der ALU kommt. Deswegen nenne ich das X, ja, weil das X hier, das X-Register mit dem Eingang X von der ALU verbunden ist. Und den anderen Eingang von der ALU, das Y, das verbinden wir mit dem Data Out von dem Speicher. Also da kann jetzt direkt das zweite Argument für die Addition aus dem Speicher kommen und wird dann sofort zusammen addiert. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir das Ergebnis nicht direkt wieder in M speichern können. Das muss ja dann erst im dritten Schritt passieren. Und deswegen speichern wir das wieder zwischen in unserem Register X. Also in dem Moment, in dem wir die Addition gemacht haben, vergessen wir den einen Summanden und speichern einfach die Summe dann in dem Hilfsregister X ab. Und dann können wir im dritten Schritt dann hier das in M speichern. Ja, deswegen ist das X außerdem noch mit dem DI verbunden. Dafür müsste ich natürlich dann das W von dem RAM-Speicher auf 1 setzen, damit ich dann im dritten Schritt darin speichern kann. Bleibt jetzt noch der erste Schritt von unserem kleinen Programm hier. Und da taucht jetzt ein Problem auf. Denn sehen Sie, hier habe ich einmal das M von 3 in das X gespeichert und zum anderen hier die Summe von X und M von 1 im X. Das heißt, das X hat eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man Werte dort hineinschreiben kann. Hier ist es aber nur einfach mit dem Ausgang der ALU verbunden. Was machen wir denn nun? Ja, der einfachste Trick besteht jetzt darin, dass wir sagen, ich gönne mir noch eine weitere Operation hier, eine spezielle Operation von der ALU und die sorgt einfach dafür, dass das, was an Y kommt, durchgeleitet wird durch die ALU und dann in das X hineingeschrieben wird. Wieso funktioniert das? Ja, es sieht dann so aus, ich würde einfach aus dem Memory an der Stelle 3 lesen, ja, also es kommt hier aus dem DO, kommt der Wert M von 3 heraus und dann geht der ins Y von der ALU, dann stelle ich die ALU so ein, dass sie einfach den Wert von Y weiterleitet, der kommt also dann hier beim Ausgang raus und wird dann hier durch die Leitung in das X hineingeschrieben und wenn dann noch dieser Eingang hier auf 1 gesetzt ist, dann wird das X überschrieben und hat dann also den richtigen Wert gespeichert und wir haben auf diese Weise also auch diese erste Operation gemeistert. Fangen wir mal an, so eine Liste aufzubauen. Also das C-ALU, das ist ja quasi der Einstellknopf, mit dem wir einstellen können, was die ALU machen soll, ist, wenn es 3 Bit breit und wenn die alle 3 Null sind, dann haben wir das, was wir eben zu unserem ersten Schritt brauchten, an Operationen drin, nämlich der Ausgang A ist dann einfach Y. Das heißt, dann wird einfach dieser Eingang hier mit dem Ausgang hier unten verbunden und das, was hier reinkommt, kommt da unten raus. Das ist einfach die Durchleitungsoperation, die ignoriert den Eingang X und gibt einfach nur Y wieder. Dann hatten wir die Addition, das wäre dann hier kodiert als 001, ja, und dann würden wir eben X plus Y ausgeben und subtrahieren wollen wir zum Beispiel auch, dann würden wir hier 010 als nächste Operation machen, dann wird am Ausgang A eben X minus Y ausgerechnet und hier gibt es dann auch Möglichkeiten für weitere Operationen, die können wir uns dann noch später überlegen. So, was wir jetzt hier also sehen, ist die Data Processing Unit. Das ist der Teil unserer Big Coffee Maschine, der die Daten tatsächlich durchnudelt und verarbeitet, wo wir sozusagen die Daten entsprechend durchpumpen müssen. Und Sie sehen, hier sind jetzt noch ein paar Leitungen offen. Zum einen müssen wir jetzt natürlich hier die richtigen Adressen wählen. Und zwar zum richtigen Zeitpunkt immer die richtige Adresse. Im ersten Schritt muss hier eine 3 reinkommen, damit wir M von 3 auslesen können. Im zweiten Schritt muss hier bei A eine 1 hineinkommen, ja, damit wir M von 1 auslesen
auslesen können. Und im dritten Schritt muss dort bei A eine 2 reinkommen, damit wir dann, da schreiben wir in das Memory hinein, dann eben an M von 2 den Wert von x reinsetzen können. Ja, also das müssen wir steuern auf irgendeine Weise. Und außerdem gibt es hier noch diese drei roten Eingänge, diese Kontrolleingänge. Einmal der Schreibeingang von dem X, der Schreibeingang von dem M und dann hier noch 3 Bit breit, hatten wir gesagt, das C-ALU, also die Kontrolle für die ALU. Und diese ganzen Eingänge müssen wir jetzt natürlich kontrollieren und die sollen kontrolliert werden durch ein Programm. Und um dieses Programm müssen wir uns jetzt kümmern. Ja, das muss ja auch irgendwo gespeichert sein. Das gehört in einen Speicher. Dann kennen Sie das, normalerweise benutzt man einen Speicher für Daten und für Programme. Das ist dann die sogenannte Von-Neumann-Architektur. Die benutzt einen gemeinsamen Speicher, wo Daten und Programme drin sind. Ich habe es in diesem Fall aber anders gemacht. Ich sage, wir brauchen einen speziellen eigenen Speicher nur für das Programm. Das ist dann das PM, der Programmspeicher, Program Memory. Und das, was wir eben M genannt haben, ist dann eben der Datenspeicher DM, Data Memory. Nennen wir ab jetzt DM und den Programmspeicher PM. Warum machen wir das? Nun, wir haben eben gesehen, das Problem bei diesen RAM-Speichern ist, dass wir in jedem Taktzyklus immer nur eine Sache machen können damit. Wir können nur eine Zelle auslesen und wir können auch nur eine Zelle schreiben. Wenn wir jetzt das Programm ebenfalls in den gleichen Speicher schreiben, dann müssen wir ja dieses Programm auch auslesen. Das heißt, für jeden einzelnen Befehl, für jeden einzelnen dieser drei Befehle, die wir eben haben, müssen wir noch einmal einen Lesezugriff auf den Speicher machen, um den ersten Befehl auszulesen, dann einen, um den zweiten Befehl auszulesen, noch einen, um den dritten Befehl auszulesen. Und diese Zugriffe können wir nicht gleichzeitig mit den tatsächlichen Datenzugriffen machen. Das heißt, für so ein Programm brauche ich jetzt nicht nur 3 Schritte, sondern sogar 6 Schritte. Also im ersten Schritt ziehe ich mir den ersten Befehl aus dem Speicher heraus. Im zweiten Schritt führe ich ihn dann aus. Ja, dann hole ich mir M von 3 aus dem Speicher heraus und schreibe ihn nach X. Im nächsten Schritt würde ich mir den zweiten Befehl aus dem Speicher herausziehen und dann würde ich im vierten Schritt dann eben die Addition machen und im fünften Schritt dann den dritten Befehl und im sechsten und letzten Schritt dann diesen Befehl ausführen und dann eben hineinschreiben in den Speicher. Und Sie sehen, das wird ziemlich kompliziert und deswegen gönne ich mir hier einfach 2 Speicherbausteine. Ein PM, da kann ich in jedem Taktzyklus also einen Befehl auslesen und ein DM, da kann ich in jedem Taktzyklus dann entsprechend des Befehls, der hier drin ist, eben dann entscheiden, lese ich aus dem DM oder schreibe ich in den DM hinein. Die Big Coffee Maschine wird also so konstruiert sein, dass in jedem einzelnen Taktzyklus sie sowohl einen Befehl liest, als auch gleich ausführen kann. Das heißt, pro Takt wird ein Befehl ausgeführt und das macht das Ganze so übersichtlich. Was wir hier bauen, ist also formal etwas, was in der Literatur Harvard-Architektur heißt, ein Computer mit getrenntem Programm und Datenspeicher. Es ist schon aber leider ein bisschen unpraktisch, getrennte Speicher zu haben. Ja, dann muss man sich festlegen, wie groß jeder Speicher ist und dann hat man nachher vielleicht zu wenig Programmspeicher und man hat aber noch Datenspeicher übrig oder umgekehrt. Es ist viel praktischer, einen gemeinsamen Speicher zu haben und deswegen sind übliche Computer eben nicht so gebaut wie hier, sondern sie haben einen gemeinsamen Speicher, in dem sie Daten und Programm ablegen können und das heißt dann eben von Neumann-Architektur. Der Datenspeicher, hatten wir eben schon gesagt, ist eine Random Access Memory, ein Rahmen, da kann ich also auch reinschreiben, das ist ja wichtig, ich muss ja meine Daten, die ich errechnet habe, auch irgendwie wieder abspeichern können, eben in meinem Data Memory. Beim Programmspeicher machen wir das jetzt nicht so. Weil wir das Programm während es abläuft nicht verändern wollen, sagen wir jetzt einfach, wir speichern es in einem ROM, in einem Read-Only Memory. Ja? Was jetzt nicht bedeuten soll, dass wir mit so einer Maschine nur ein einziges Programm durchführen können. Ja? Da kann schon mal wieder ein anderes Programm drinstehen, aber wir wollen es eben während der Laufzeit nicht verändern. Und deswegen schauen wir uns die Möglichkeiten gar nicht an, wie man dieses Programm dort genau hineinkriegt, sondern nehmen einfach den Programmspeicher als ROM an. Das Programm muss jetzt also irgendwie abgelegt werden in diesen Speicher, in diesen Programm-Memory und zwar einen Befehl nach dem anderen. Also an der Zelle 0 zum Beispiel von unserem Programmspeicher schreiben wir den ersten Befehl hier. X soll zugewiesen werden, DM von 3. An Speicherzelle 1 dann den nächsten Befehl und der letzte Befehl ist dann eben in Speicherstelle 2. Und jetzt ist klar, Speicherzellen heißt ja, da sind Bits gespeichert, also eine Reihe von Bits. Wir müssen es also jetzt irgendwie schaffen, diese ganzen Befehle hier irgendwie als Bits zu kodieren. Und nicht nur die Befehle, sondern sehen Sie, hier sind ja auch diese Zahlen, diese Adressen sozusagen als Argumente drin. Das heißt, wir haben hier einmal eine 3 zu speichern, hier eine 1 und hier eine 2. Zusätzlich aber auch, was hier tatsächlich dann damit
vielleicht passieren soll. Hier soll die 3 eben als Adresse von DM verwendet werden und ich will dann daraus lesen und das Ergebnis nach X schreiben. Hier will ich es auch als Adresse verwenden, diese 1 von DM, und dann möchte ich aber addieren auf das X und dann das in X speichern. Und beim dritten Befehl will ich eben an die Stelle DM2 speichern. Das heißt, ich muss 2 Dinge pro Instruktion, pro Befehl hier abspeichern. Zum einen die Art des Befehls, das ist die Operation, ja, hier lesen, hier addieren, hier speichern, und zum anderen diese konstanten Wert hier, den ich hier blau umkringelt habe. Jede einzelne Speicherzelle im Programm Memory hält also 2 Dinge. Zum einen dieses C, diese Konstante, und die habe ich hier n-Bit breit gemacht, damit es genau hier passt zu dem Eingang A, denn wir wollen es ja hier als Adresse verwenden. Ja, das ist das eine. Und zum anderen ein Code, der uns sagt, was genau jetzt überhaupt passieren soll mit der Maschine, wie diese Maschine jetzt also gesteuert werden soll. Und das ist deswegen rot gezeichnet. Ja, Kontrollleitungen sind ja rot eingezeichnet. Und in dem Fall sind das 6 Bits zur Verfügung. Warum 6? Das sehen wir gleich. Und für weitere, spätere, komplexere Maschinen werden wir uns hier noch einige Bits zusätzlich gönnen. Damit das Programm jetzt also abläuft, müssen wir dafür sorgen, dass wir zuerst die Speicherzelle 0, dann die Speicherzelle 1, dann die Speicherzelle 2 auslesen und entsprechend die Befehle ausführen. Wir müssen uns also merken, wo wir jetzt gerade im Programm sind. Und wo merken wir uns das, wo wir gerade im Programm sind? Ja, in einem Register. Das nennen wir P wie Programmcounter. Also das gibt uns an, an welcher Stelle wir gerade im Programm sind. Und der Wert, der hier gespeichert ist, der geht dann in den Adresseingang von dem Programm Memory. Am Anfang soll das 0 sein und dann soll das 1 sein und dann soll das 2 sein. Sie sehen schon, was wir dazu brauchen, ist ein Baustein, der immer die Zahl um 1 höher zählt, damit wir in jedem Taktzyklus dann den nächsten Befehl ausführen können. Das habe ich hier mal hingeschrieben. Ja, das ist ein +1 Baustein. Sowas ähnliches wie ein Addierer, aber er addiert nicht 2 Zahlen, sondern er nimmt eine Zahl, die kommt hier rein, das ist der aktuelle Wert des Programmcounters, und dann rechnet er 1 drauf. Also wenn hier oben eine 0 reinkommt, dann kommt hier unten eine 1 heraus. Wenn eine 1 dann hier reinkommt, kommt als nächstes eine 2 heraus und so weiter. Und der Wert wird dann eben hier oben reingegeben in den Eingang von dem Register P, damit dann im nächsten Takt das P eben den nächsten Wert annimmt und dann den nächsten Befehl auswählt im Programmmemory. So, insgesamt haben wir jetzt also diese beiden Einheiten. Zum einen die Data Processing Unit, die wir uns als erstes angeschaut haben, die die Daten verarbeitet. Und jetzt diese Program Unit, diese Programmeinheit, die das Programm abarbeitet. Und jetzt können wir das beides zusammenschalten. Ja, zum einen haben wir eben schon gesagt, was hier als C rauskommt, das soll hier in das Data Memory an die Adresse, als Adresse A verwendet werden. Das heißt, hier mache ich jetzt eine Leitung, damit die beiden miteinander verschaltet sind. Und dann gibt es noch weitere Verschaltungen, das sind die roten Leitungen, die Kontrollleitungen. Also hier kommt dieses OP, diese Operation, diese 6 Bits, die wir pro Instruktion gespeichert haben, aus dem Programm Memory raus, und die schaltet jetzt hier diese ganzen Leitungen durch. Und welche sind das? Ja, zum einen ist das hier WP. Das ist der Schreibeingang von dem Programmcounter. Den müssen wir fast immer auf einsetzen, weil wir ja als nächstes dann gleich den nächsten Befehl ausführen wollen. Dann haben wir WX, das ist die Schreibkontrolle für das X-Register, für das Datenregister. Wir haben dann WDM, das ist das Write-Signal der Schreibkontrolle für DM, für das Data Memory. Und dann haben wir noch weitere 3 Bits hier für die Kontrolle der ALU, also für die Auswahl der Operationen, die ALU ausführen soll. Und mit diesen 6 Bits also können wir genau jetzt bestimmen, was die Maschine tun soll. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Maschine funktioniert, und zwar in dem Beispielprogramm, was wir eben schon gesehen haben. Also wir wollen hier diese 7 mit der 3 addieren und dann das Ergebnis in die 2 reinschreiben. Und das Programm ist hier bereits kodiert. Wir sehen hier die verschiedenen roten Bits, die nachher zur Steuerung da sind. Habe ich schon so eingerichtet, dass das alles funktioniert. Hier ist also das Programm, was wir brauchen, abgespeichert. Und wir fangen an der Stelle 0. Ja? Also am Anfang ist hier eine 0 im Programmcounter. Das heißt, wir fangen mit dieser ersten Instruktion an der Speicherstelle 0 in PM an. Und das bedeutet, wir bekommen jetzt hier als Werte 110000 ausgegeben. Also diese 1 hier, die erste 1, das ist das WP, das ist diese Kontrollleitung, da steht also eine 1. Dann ist auch das WX auf 1 gesetzt. Hier, wir schreiben also im ersten
in der ersten Instruktion auch das X-Register neu, das DM schreiben wir nicht, ja, da ist eine 0, da lesen wir nur draus. Und dann ist hier 000, das heißt, die ALU ist jetzt auf der Operation, dass sie das, was hier kommt, einfach weiterleitet und hier durchgibt. Schauen wir uns also an, was passiert. Ich habe hier die 0. Die 0 geht an die Adressleitung. Das wird hier ausgewählt. Dann habe ich hier also die Bits entsprechend gesetzt. Außerdem kommt hier die 3 aus dem Programm. Also das C ist gleich 3. Also die Adresse wird jetzt hier also auf 3 gesetzt. Das heißt, ich greife jetzt hier auf diese Speicherzelle mit der Adresse 3 zu. Und da steht eine 7 drin. Die 7 wird also jetzt hier ausgelesen. Ja, denn ich habe hier das Lesebit gesetzt und wird hier eingegeben und dann ist die alle auf 000, das heißt, was hier reinkommt, wird ignoriert. Ja, die 0, die hier von der X kommt, wird ignoriert, es wird einfach hier durchgeleitet. Parallel dazu wird hier in der Programmunit auch ein neuer Wert für das Register P ausgerechnet. Also die 0, die von hier kommt, wird hier eingegeben in den +1-Baustein. Das heißt, jetzt kommt hier eine 1 raus. 0 plus 1 ist 1 und die wird jetzt hier oben angesetzt. Und beide Schreibeingänge WX und WP sind 1. Das heißt, beim nächsten Takt wird jetzt sowohl das X als auch das P überschrieben. Das heißt, diese 0 hier fällt weg und stattdessen wird die 7 dort hineingeschrieben. Und diese 1 fällt auch weg und stattdessen haben wir hier eine 1 stehen. Und jetzt hat der nächste Takt angefangen, jetzt steht hier eine 1 und jetzt heißt das, hier kommt jetzt eine andere Adresse rein. Ja, jetzt wird sozusagen der nächste Befehl ausgewählt und jetzt kommen diese Bits hier bei der OP heraus. Also weiterhin 110, diese drei Schreibsignale bleiben gleich, aber bei der ALU hat sich was verändert. Da war eben 000, jetzt kommt hier an diese Stelle eine 001. Ja, und das bedeutet, dass jetzt die ALU auf Addition ausgerichtet ist. Was sich auch ändert, ist, dass ich jetzt hier keine 3, sondern eine 1 auslese. Das heißt, das C ist jetzt 1. Ich greife also jetzt auf die Speicherstelle 1 zu, an der Adresse 1. Da steht eine 3 drin. Ich hole jetzt hier also die 3 heraus. Und jetzt wird die nicht einfach durchgeleitet, denn jetzt ist ja die ALU auf 1 gelegt. Ja? Ich habe also hier oben eine 7. Dann habe ich hier eine 3 anliegen, ja, und zusammen ergibt das natürlich 10. Das heißt, jetzt habe ich eine 10 ausgerechnet, die Summe von 3 und 7. Und das liegt jetzt als nächster Wert hier für das X an. Und sobald jetzt also der nächste Takt kommt, wird die 7 durch die 10 ersetzt und es steht dann eine 10 in X drin. Und währenddessen wird natürlich auch der Programmzähler erhöht von 1 auf 2. Und im nächsten Takt haben wir dann also den nächsten Befehl herauszulesen. Und Sie sehen, jetzt ändert sich hier tatsächlich auch was an den Kontrollsignalen. Ja, jetzt wollen wir das X nicht mehr überschreiben. Da kommt jetzt eine 0 und dafür wird aber in den Speicher geschrieben. Das heißt, an der Stelle wird aus der 0 eine 1. Die Konstante im Programm ist jetzt hier eine 2, die gibt die Adresse an, auf die wir hier zugreifen, also A ist gleich 2, wir gucken uns also diese Zelle an, was schreiben wir dort rein? Ja, das, was in dem Data-In anliegt, da haben wir das X mit verbunden. Also der Wert von dem X wird jetzt hier hineingeschoben und dann haben wir das Ergebnis an unserer Stelle 2 stehen. Nebenher wird wieder der Programmzähler um 1 erhöht, das heißt, hier steht jetzt eine 3 drin. Und wenn wir jetzt im nächsten Takt hier ankommen, dann haben wir hier eine seltsame Instruktion stehen, da ist alles auf 0. Das heißt, diese ganzen Kontrollsignale hier, diese ganzen W-Signale sind 0 und auch die ALU ist auf 0 gesetzt. Und das bedeutet, wir schreiben überhaupt nichts mehr. Ja? Wir verändern nichts mehr an der Maschine. Wir verändern weder den Data Memory, noch verändern wir ein Register. Jetzt bleibt die Maschine also in einem festen Zustand und verändert sich nicht mehr. Wird auch immer hier in dieser Instruktion 3 bleiben, weil wir ja hier zwar eine 4 ausrechnen, aber das WP auf 0 steht. Das heißt, für die weiteren folgenden Takte bleibt die Maschine jetzt also in diesem Zustand stehen. Das ist sozusagen die Instruktion für das Ende unseres Programms. Mit dieser Maschine können wir jetzt also schon mal 2 Zahlen addieren und das Ergebnis in den Speicher zurückschreiben. Das ist ganz toll, aber natürlich noch nicht umwerfend. Ja? Sie muss noch sehr viel mehr können und dazu müssen wir sie noch ein bisschen umbauen. Ja? Sie kann ein paar Dinge nicht, die sie aber unbedingt können muss. Beispielsweise kann sie das Programm nur der Reihe nach abarbeiten. Da sind noch keine Möglichkeiten für Sprünge oder für bedingte Schleifen und so weiter drin. Das müssen wir noch einbauen und wie das genau funktioniert, schauen wir uns in den nächsten Videos an.